Wir sind wieder zurück in der wunderschönen Welt von Final Fantasy 16 und ganz ernsthaft, man kann einfach dastehen und es genießen, wie das Licht reinscheint, wie die Ruinen im Hintergrund ist. Es ist so ein verdammt schönes Spiel. Leute, beim letzten Mal waren wir hier auf dem Weg nach, warte mal, ich habe nämlich herausgefunden, wie man die Weltkarte öffnen kann. Muss ich mich doch nicht immer raus warpen hier. Genau, wir waren hier nämlich, nee, da waren wir nicht am Drachenhorst, genau hier in Norderstadt und Umgebung. Dort haben wir unter anderem gesehen, wie furchtbar es hier ist, als Träger zu leben. Wir haben hier gesehen, dass hier ein unglaublicher Rassismus gegen die herrscht. Vorteilbehaftete, nur dank der Madame konnten wir überhaupt uns halbwegs hier bewegen. Wir haben uns hier mit Sid und auch unser guten Jill vereint. Und nun geht es darum, den ersten der Mutterkristalle zu zerstören. Wir dringen hier in den Drachenkopf selbst ein nach Zambrek und hoffen, dass wir das schaffen. Ihr seht, es sind keine grünen Punkte mehr da. Der Grund ist simpel, ich habe alle Sidequests gemacht. Es waren jetzt nicht so viele, es waren wirklich nur 7, 8. Ich möchte aber persönlich eine hervorheben, die ich fast mir wünschte, dass ich die in den Parts gemacht hätte. Und zwar in Norderstadt gibt es ja hier dieses Dorf, wo wir auch waren. Moors, da sind wir dahinter gelaufen, haben hier die unglückliche Geschichte hier gehabt mit der Kurtisane und ihrem Liebhaber. Dort gab es eine Sidequest, wo ein Junge gerufen hat, ey, hier hinten, es ist was Furchtbares passiert. Und du läufst dann hinter, denkst halt, okay, du hilfst dem Kind und dabei wirst du von einer Bestie angegriffen. Dann tötest du die Bestie und dann kommt das Kind und sagt, ey, ich wollte mit dir spielen, du hättest sterben sollen. Und du siehst, dass die sich einen Spaß daraus gemacht haben, einfach Träger, die dem Kind helfen wollten, einfach eine Falle gelockt haben, nur um sie halt massakrieren zu sehen. Einfach so aus Spaß, also nicht mal aus irgendeinem Grund. Also echt grausige Welt. Ein Level habe ich gemacht, ansonsten nichts. Ein Upgrade habe ich mir geholt, ich weiß gerade nicht mehr welches, aber zumindest das nächste Upgrade geht dann hier in das Upgrade des Limit raus. So, wie gesagt, war nur so 3/4 Stunde und dann kommt man die Mission hier abdinkeln. So, denn nun gehen wir erstmal in den Drachenquest. Genau, das ist nämlich der Grund, wieso ich das hier gemacht habe. Ein schönes Moment in der Geschichte, ab diesem Punkt wirst du nicht mehr zurückkehren können. Deswegen haben wir alles abgegrast und ich würde sagen, wir sind nun ready, loszulegen, liebe Leute. Und hier hoffentlich das Schicksal der Welt zu ändern. Nichts leichter als das, der Drachenkopf. So wenig Patrouillen. Zum Glück scheint man es mit dem Wachdienst hier nicht so ernst zu nehmen, wie du es tust. Kommt uns gelegen. Das wär's ja mal. War vielleicht doch nicht so ein schlechter Plan. Was soll das denn schon wieder heißen? Dass ich mich noch gut an deine letzte tolle Abkürzung erinnern kann. Ach, die war doch spannend. So ein Plan muss nicht perfekt sein. Bisschen Überraschung tut gut, dann bleibst du jung und knackig. So wie du also. Clive, mein Junge, selbst die kleinsten Hürden im Leben bieten dir die Chance, über dich hinauszuwachsen. Nutze solche Momente. Sie werden dich in tiefstem Herzen von innen heraus erfüllen. Ach, unter Erfüllung stelle ich mir was anderes vor. Ich bin noch jung und knackig genug. Ist was? Nein, nichts. Ich frage mich nur, wann ihr fertig seid. Gut, gehen wir den Kern des Kristalls zerstören. Dann sollte das ganze Ding in sich zusammenstürzen. Und was, wenn wir auf Widerstand treffen? Dann werden wir die Chance nutzen, um über uns hinauszuwachsen. Der Fluch der Kristalle. Boah, Leute, ich bin jetzt echt gespannt, weil, okay, wir vertrauen Sid soweit, aber faktisch ist alles, was er hier uns erzählt hat, ist aktuell ja nur seine Theorien. Oh, Leute, das sieht so geil aus. Was ist übrigens für ein roter Stern? Ich hoffe, das ist nicht der Abendstern. Und nun werden wir herausfinden, wenn wir den Mutterkristall zerstören, ob das wirklich eine gute Sache ist. Oder ob es dazu führt, dass sie es hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Chaos und Zerstörung bringen. Weil, ich meine, die Menschen gehen ja davon aus, dass die Mutterkristalle
sie schützen, ihnen Energie gibt, ihnen, ja, ihre Lebensgrundlage gibt. Aber im Endeffekt, Sitch hat das schon damals schön erklärt. Kristalle saugen natürlich die Energie aus, saugen die natürlich auf, diese Ether-Energie, die wir zum Leben brauchen. Wen da? Au! Keine Stunts hier. Apropos Stunts. Jetzt muss ich mal gleich gegen große Gruppen einsetzen, Mann. Das ist ein Insta-Kill-Move. So. Gleich mal natürlich unnütz Leben verloren hier am Anfang. Der Hieb hat mir mehr in der Seele wehgetan als körperlich. Okay, gut. Hauptsache der Tisch steht noch. Man muss noch das Wichtige denken. Oh, ne. Müssen wir anders machen. Bam! Oh ja, mit seinem Kung-Fu-Tritt, Leute. Das wäre auch langweilig mit dem Schwert. Ich mag... Leute, mein Lieblingscharakter im Spiel ist... Ich habe mich so den Typ verliebt, Mann. Ich sage, er erinnert mich so an Balthasar aus Final Fantasy XII, Mann. Davon gehe ich aus. Da sind überall Wachen. Und ich meine, Balthasar hat es ja damals auch schon immer gesagt. Er ist der Hauptcharakter des Spieles. Und ich meine, ja, im Endeffekt treibt er auch irgendwie die Story schon sehr, sehr hart voran. So, darf ich? Darf ich nicht? Dankeschön. Weil, ich meine, wie gesagt, es ist sein Hass auf die Welt. Es ist sein... die Ungerechtigkeit, die er fühlt, die uns dazu bringt, hier zu planen. Er hat diese Rebellenbasis aufgebaut. Die allein schon, wenn gesagt wird, Leute, dass... Ab jetzt könnten wir etwas mehr zu tun haben. Alter! Wieso werde ich getroffen? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ihr versteht, was ich meine. Er ist mehr oder weniger so der hier das Abenteuer am Laufen bringt. Und... Nein. Achso, das ist... Meine werte Lady. Und was ich ja noch mal... Was ich nochmal sagen wollte ist, wenn hier schon so der Satz kommt, hey, Globscale. Ah ne, unsere Verbündeten. Doch nicht unsere Verbündeten. Ich glaube, das ist die Chance, von der ich vorhin gesprochen habe. Wen haben wir denn hier? Habt ihr Würmer euch verirrt? Ihr seid höchstens noch Fischfutter, wenn mein Mörser euch zermalmt. Originell? Stopfen wir ihm das Maul. Ihr wisst doch, was man von Leuten sagt, die so dicke Waffen haben, gell? Die müssen Sachen kompensieren. Alter. Ich dachte, er schießt nur einmal. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Oh. Rasspulver, fieser Move. Oh, noch ein fieserer Move! Wir müssen ja echt hart auf Fernkampf gehen. Na! Ah, sehr gut! Ich will seit 100.000 Jahren Sachen eigentlich sagen. Normalerweise, wenn immer so rauskommt. Hey! Jetzt ist ein wichtiger Moment in der Story, das heißt, irgendwas ganz Schlimmes passiert für unsere Verbündeten. Ui, der hat gesessen. Okay, Schwarzpulver ist easy, die Fähigkeit. Hier stößt du eh da aus. Also nicht nur, es sieht zwar sehr schön aus, aber ich glaube, es ist nicht gut,
Ich schaff's dir nicht zu breaken, Mann. Was der für Reichweite hat. Ah! Damn you. Huh! Jetzt, dankeschön, okay. Und jetzt geht's richtig los. Komm, 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 komm. Lebensflamme. Zack! Und da und gleich wieder mein Leben. Hui! Klopskeller hat nicht so wenig Leben. Wo ist mein Menü? Was ist akasisch? Mitleid. Du wirst auch keins bekommen. Nichts mehr in ihm außer Wut und Hass. Oh, und ich habe meine Lebensflamme rausgehauen und meinen ganzen Special Moves. Oh. Ja. So. Boah, bei dem muss man echt gut ausweichen. Damn you, das war schlecht. So, jetzt kommt wieder der Move. Ihr seht nur, jetzt wird es um einiges fieser. Wenn du fast der Platz hast. So, ich würde zwar sagen, er ist in der Ecke. Ah. Aber es bringt mir nichts, wenn er in der Ecke ist. Zum Glück haben meine Kameraden unbegrenzt Leben. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön! Und jetzt komm, komm, komm. Oh mein Gott, wir haben nicht mal die Hälfte des Lebens abgezogen. Holy moly. Ich liebe den Krallensturm. Allein nur wegen der Tatsache, dass man den Gegner... Oh, er wird immer schneller. Okay. Allein, dass man den Gegner so ein schön Ding mitgeben kann. Wenn. Da komm. Oh, das war gerade echt so ein Brain Dead Move. Ich weiß nicht, welchen Attack habe. Dass wenn er sich erholt, man ihm schon wieder richtig viel von seinem, von seiner Reichweite hier, von seinem, ihr wisst, was ich meine, ich kann gerade entdecken, Leute, der Gegner, der ist echt hart. Zumindest von seinem Schockbalken hier abziehen kann. Und wisst ihr, ich sage euch mal wieder, wie sehr ich die Fights in Final Fantasy 16 liebe. Die Bosse sind so gut, Mann. Weil seht, der hat jetzt hier drei Phasen. Und immer ändert er seine Attacken. Und man muss immer sich anpassen. Es ist nicht einfach, ja gut, das ist halt irgendein Gegner und du fightest halt. Nein, du musst immer schauen, wie du angreifst. Und du kannst halt nicht einfach immer dasselbe machen, weil er passt immer seine Attacken an. Allein schon, dass er hier anstatt ein 2er-Kombi ein 3er-Kombi nun hier hat, in seiner zweiten Phase,
bedeutet, dass man immer noch einmal mehr aufweichen muss. Und er ist nicht der Schwerste, aber es ist halt einfach so cool, wie gesagt, dass man gezwungen wird, zu arbeiten, dass man da eben nicht einfach selber Attack-Pattern hat. Bosse sind so gut, Mann. Bosse sind echt so gut hier. Kein schöner Anblick. Akasisch oder nicht, das war ein Mensch. Ertrunken im Äther. So ein Tod verdient niemand. Kommt. Nett schön. Hier kommt einem Todesurteil gleich. Über was kümmert das den Kaiser? Ja, wir haben schon gesehen, der Kaiser, der ist nicht so richtig interessiert an seinen Gefolgsmännern, Frauen. Darf ich aber mal fragen, was Akasisch heißt? Kann ich mir... Ich habe mir nämlich vor... Ah, genau. Wir müssen echt dieses Menü öfters aufgreifen. Also, die Menschen und Verletzte sind auf die Kristalle angewiesen, die von den Mutterkristallen abgebaut werden. Und so sind sie in der Nähe, um ihren Segen teilzunehmen. Doch Sid behauptet, es seien die Mutterkristalle selbst die Nähte. Okay, das ist das, was wir kennen. Aber Akasis, was ist bitte Akasisch? Wird ein Lebewesen zu lange konzentrierten Äther ausgesetzt, verwandelt sich unwiderruflich in eine wilde Kreatur. Es verliert jegliche Intelligenz und jegliches Bewusstsein seiner selbst und wird von einem plötzlichen Schwall der Lebenskraft durchstimmt, was sich meistens abnormal stärker und brutaler Aggression zeigt. Selbst Pflanzen können akasisch werden und ihre Umgebung wild überwuchern. Wer wie Träger eine Resistenz gegen den Äther besitzt, wird nicht umgehend akasisch. Quasi komplett vor diesem Zustand zu geschützt sind die Domini. Ja, Leute, wir sind geschützt. Zu sein hat auch seine Vorteile. Sid, das ist eine Ätherflut. Das ist gar nicht gut, oder? Was ist mit den Schürfern hier unten? Nun, letztes Mal gab es die noch nicht. Aber wir sollten uns wohl sputen. Uns kann der Äther nichts anhaben. Alle anderen können das aber nicht von sich behaupten. Auf gut Deutsch, wir werden jetzt hier Zombie, Monster, Akasisch, was auch immer hier treffen. Eigentlich nur ganz normale Menschen, die gezwungen worden sind, hier zu arbeiten und die hier nun grausig krepieren. Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, 516 ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste Welt zum Leben. Ich liebe sie zu sehr. Warte, du darfst sie Isabel nennen? Der Typ ist so legendär. Mutjag. Okay, weiter in die Höhle des Löwens hier. Was soll schon Schlimmes passieren? Upp. Ist nicht so weit. Los. Hilfe! Warte! Das ging früher schon mal besser. Eigentlich sagt man Danke. Sie ist positiv. Mit mir verirrt ihr euch nicht.
Sid, wirst langsam alt, Mann. Wie wird das nochmal hier mit dynamisch und Ding? So, das müssen wir mal Scheibe davon abschneiden. Boah, sieht voll schön hier aus. Wenn wir mal ignorieren, dass das alles tödlich ist. Schlachtruf. Einige Gegner benutzen eine Fertigkeit Schlachtruf, um ihre eigene Angriffskraft zu erhöhen. Achte auf das immer. Okay. Au. Ihr seht, der ist auch ziemlich zombie-mäßig drauf, der Dude. Gar nicht schön, Mann. Ich habe ja lieber erstmal Torgel. Weil ich habe das Item noch gesehen. das ist der Hauptgrund. Okay. Weg. Jetzt fühle ich mich schon besser, Mann. Ihr mag das nicht, so umstellt zu werden, Mann, von euch, Mann. Ich meine, wir sind ja hübscher Bur, aber... So hübsch? Weiß ich auch nicht. So. Bei euch da hinten sieht's gut aus, dann kann ich Items einsacken. Stahlseide, Leute, ich glaube ja nur zum Item-Schürfen haben. So, das war eigentlich mein Hauptgrund, weil das habe ich gesehen, das lustige Item, was da hinten war. Genau, am Tor. Klar, ihr kennt meine alte Regel. No item left behind. Oh, ich glaube, hier geht es sogar weiter, oder? Nö. Hä? Warte mal. Boah, Leute, ich brauche Mini. Ich brauche eine Karte. Habe ich eine Karte? Ich werde keine Karte haben. Aber wir kommen doch von links unten. Wenn ich jetzt links unten schaue, da sieht's. Und jetzt hinter mir schaue, da sieht's ganz anders aus. Und da sind schon wieder Gegner. Okay, da muss ich mich doch erstmal kurz umschauen. Aber sieht das gut aus oder sieht das gut aus, Mann? Also, Final Fantasy 16 kann man auf jeden Fall schon mal sagen, das schönste Spiel, was wir bis dato hatten. Und ich möchte mich jetzt mal noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber. Vor allem Spider-Man 2 kommt ja auch noch raus, wird auch sehr hübsch werden. Aber ich würde jetzt mal fast behaupten, dass es sogar dem unterlegen wird. Ich meine, ist halt einfach so, ich meine, New York ist halt New York. Trecker, ihr wisst schon, Pizza, gute Musik. und mit dem Fantasy-Setup kann man natürlich mehr machen. Das ist halt meistens so. Und ich denke, es wird auch hier der Fall sein, weil es sieht so gut aus, Mann. Na gut, dann ging es da weiter nochmal. Habe ich mich geirrt. Aber trotzdem, irgendwie ist das seltsam, so von der Perspektive, aber ihr wisst ja. Ich dachte, wir kommen noch von unten links. Also theoretisch von genau da. Ah, da müsste mal Item liegen, was ich eigentlich gesucht habe. Okay. Zack. Und hier. Oh, ein Heiltrank. Na, super. Also die Items sind so derbe unspektakulär. Schön hier geblieben. Am nicesten ist, wenn ich jetzt Leben verloren hätte. Dann hätte ich einfach ein Heil-Item bekommen. Und gleich wieder Leben verloren. Also, Schalter drücken, das hat man gerade nochmal so hinbekommen. Und da hinten sehe ich so einen dicken Glubskerl. Die Animation war jetzt nicht so spektakulär, aber okay. Schöner Kameraschwenk. Jo, da ist wieder einer. Ist schon echt ein harter Abstieg, Mann. Akaz ist der Champion. Gerade halt einfach noch so ein Boss. Und jetzt haben wir nur einen random Trash-Mob. Ich mach mir mal hier kurz mal. Whoa! Oh mein Gott, es kommen mehr. Damn you, war nicht die beste Idee. Sollen wir ihn rankommen lassen? Na gut. So, passt, sehr gut.
Das hat ihm auf jeden Fall nicht gefallen. Was macht er jetzt? Aus der Bahn, Junge. Okay, jetzt macht er wieder den. Sehr gut. Na, die habe ich zu spät eingeschätzt. Na egal, können wir trotzdem fast halb wieder breaken. Zack. Und wieder schön auf die Blonzen gehauen. Jetzt schnell den Krallensturm. Ich sage, der Krallensturm ist in dem Punkt echt die beste Fähigkeit. So, genau deswegen. War auch sehr gut vom Damage, aber es hat leider ja nicht gelangt. Schnell, ich würde da weggehen. Ist nur ein Tipp. Geht's halt down! Wie die Gegner immer noch einen Lebenspunkt haben. So, mit einem dummen Lebenspunkt ist jetzt auch gescheitert. Holy moly, Mann. Okay, dann haben wir die bezwungen. Es war jetzt auch sehr gut von mir. Ich wollte ja erstmal seine Minions weghauen. Dann bin ich vorgelaufen und dann sind mehr Minions gespawnt. War genauso, wie ich mir geplant habe. Okay. What? Come on! Haben wir einen schwarzen Gürtel in Kaputtreten von losen Brettern. So. Ich spicke, ob da irgendwas Schlimmes ist. Die Musik, habe ich das Gefühl, wird leiser. Das heißt, es wird gleich irgendwas Schlimmes passieren. Doch, bevor wir zulassen, dass das geschieht, machen wir nun erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal erkunden wir weiter die Höhlen unter Drachenstein. Bis zum nächsten Mal, Drachenhorst. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.